Die Verzweiflung vor Ort ist auch mehr als 8 Wochen nach der Flut immer noch groß, vor allem jetzt, da der Winter vor der Tür steht. Seit gestern hat unser Bild-Flutbüro in Bad Neuenahr-Ahrweiler seine Türen geöffnet. Wir wollen die Flutopfer im Katastrophengebiet nicht vergessen und nicht alleine lassen, sondern ihnen zuhören und ihnen auch weiterhin mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite stehen. Schauen wir uns noch mal an, wo wir unser Büro genau eingerichtet haben. Dort, wo die Flut die größten Schäden angerichtet hat und noch immer deutlich gezeichnet ist. Wir begeben uns in den Norden von Rheinland-Pfalz nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und dort in der Eifelstube, wir haben sie vorhin gesehen, in der Ahutstraße 26, haben sich unsere Kollegen niedergelassen. Das, was von der Eifelstube übrig geblieben ist, um den Bewohnern zur Hand zu gehen. Ja, da schalten wir jetzt genau hin. Für uns im Bild-Flutbüro ist unsere Kollegin Lena Zander, hilft, packt dort mit an. Es ist der zweite Tag. Was spielt sich derzeit, Lena, dort ab? Ja, guten Morgen erstmal. Langsam, aber sicher hat sich rumgesprochen, dass wir hier vor Ort sind, dass unser Büro geöffnet hat und die Menschen kommen auch, um uns ihre Geschichten zu erzählen. Berichte uns, welche Geschichten hörst du da? Was berührt dich am meisten? Es sind unterschiedliche Geschichten, die wir hier zu hören bekommen. Es sind aber auch teilweise Kleinigkeiten, die berührend sind. Wir hatten gestern eine Anwohnerin hier, die selbst wirklich stark von der Flut betroffen ist. Ihre Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Sie erzählte, dass ihr Auto weggeschwemmt sei während der Wassermassen. Und trotzdem ist sie hier, engagiert sich. Auf dem Marktplatz hat sich ein kleiner privater Kaffeestand organisiert, wo Menschen zusammenkommen können, alt wie jung, sich austauschen können und einfach wieder ein bisschen Normalität, ein bisschen Gemeinschaft erleben können. Wir fragten, wie können wir euch helfen, wie können wir euch unterstützen? Und dann kam einfach diese ganz bescheidene Antwort: Wir möchten unseren Stand gerne schön machen, wir möchten gerne Luftballons hier aufhängen. Wir haben zwar schon welche, aber die sind nicht mehr schön. Könnt ihr uns da helfen? Na klar, bei so Kleinigkeiten, bei solchen Sachen, wenn das die kleinen Dinge sind, die Freude machen, helfen wir natürlich auch sofort und sind gerade dabei, die Luftballons zu organisieren. Gestern aber auch war Pfarrer Meira hier, der uns erzählt hat, ganz berührend, dass die Frage nach dem Warum sich hier gar nicht stellt, sondern eher die Frage nach dem Wozu. Und auch da bekamen wir die Antwort, die Solidarität, der Zusammenhalt, das Zusammenwachsen dieser Menschen hier vor Ort ist das, was jetzt wahnsinnig spürbar ist und was die Menschen auch motiviert. Aber trotzdem gibt es auch Missstände. Und meine Kollegen Remsi Kager, Daniela Pfad und Michael Bischoff waren unterwegs und haben Stimmen hier vor Ort eingefangen. Frau Merkel, Sie sagten, Sie werden uns nicht vergessen. Aber nach den katastrophalen Unternehmungen des bisherigen Krisenstabes folgt nun die katastrophale Finanzierung Ihrer zugesagten Gelder. Wir brauchen das Geld jetzt. Frau Merkel, Sie sagten, wir werden nicht vergessen. Aber hier unten in den Außenbereichen tut sich so gut wie gar nichts. Hier hat sich bis heute kaum was getan, weil sich keiner um uns kümmert. Alle nur Versprechungen machen, ob das der Bürgermeister ist oder sonst wer. Die erzählen uns irgendwas, es tut sich nichts. Und die Gelder kommen genauso schleppend an oder überhaupt nicht. Ich will jetzt von Ihnen wissen, wie werden die Leute hier entschädigt, weil es ja heißt mit bis zu 80%, und wie ist die kommunale Entschädigung, weil ich will nicht als Bürgermeister hier meinen Job irgendwann mal aufgeben und der Gemeinde dann 3 Millionen Schulden hinterlassen. Und darum will ich Sie eine klare Ansage auch an die Kommune. Frau Merkel, Sie sagten, wir würden nicht vergessen, aber das entspricht leider nicht den Tatsachen. Wir wohnen etwas außerhalb von Walpertsheim. Und die Hunderten von Helfern, die da waren, ist hier keiner eingetroffen, weil die alle im Ort abgefangen wurden und die Hilfen, die wir angefordert hatten, oder die Hilfen der Lkw-Fahrer, Rote Kreuz, DAW und so weiter, sagten jedes Mal, wenn wir angesprochen haben, dafür sind wir nicht zuständig, da können wir nichts machen. Frau Merkel, Sie sagten, wir werden nicht vergessen, aber wir sind vergessen worden. So jede Menge Spenden und so weiter, was gekommen ist, aber wo ist das? Ich habe nichts bekommen. Nur die paar Kröten, die reichen mir aber nicht. Frau Merkel, also es wäre schön, wenn wir hier im Ahrtal nicht vergessen würden. Also ich selber bin doppelt betroffen. Ich habe ein eigenes Geschäft, das ist total zerstört. Da muss ich, denke ich mal, noch bis zum Frühjahr warten, bis ich da wieder rein kann. Bin auch privat betroffen.
habe also ein Haus, wo Keller, Auto, alles geflutet wurden. Die Soforthilfen von Kreis und Land sind geflossen. Jetzt warte ich natürlich darauf, ob auch ein bisschen was von der Bundesrepublik kommt. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Sie werden uns nie vergessen, aber Sie haben uns irgendwie vergessen. Sie machen uns die Anträge schwer. Wir wissen gar nicht, wie wir das alles hier überwältigen sollen. Und wir wünschten uns sehr, Sie würden das ein bisschen für uns leichter machen. Frau Merkel, Sie haben versprochen, uns nicht zu vergessen. Dies ist der Kaffeestand heute für morgen. Wir sind hier, um Menschen vor Ort zu unterstützen, langfristig. Und wir brauchen Ihre Unterstützung auch noch nach den Wahlen. Sie haben uns versprochen, dass Sie uns nicht vergessen werden, auch wenn Sie aus dem Amt sind, wenn Sie in den Ruhestand gehen. Ich hoffe, dass Sie Ihr Wort halten und auch die nachfolgende Regierung dieses Wort mit Ihnen zusammenhält und nicht einfach sagt, naja, da hat die Frau Merkel gesagt. Nein, das hat die Regierung gesagt. Und ich denke mir, ein Wort ist ein Wort. Ja, wir haben es ja eben gerade gehört, die Menschen hier vor Ort halten zusammen, sind solidarisch. Aber das Problem ist wirklich, sie fühlen sich von der Regierung, von der Politik alleine gelassen. Es fehlen Gelder, es fehlen Baumaterialien, es fehlt die Hilfe, die jetzt von oben kommen muss. Lena Zander in unserem Bild Fluthilfebüro. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ich habe das Gefühl, dass die Männer, die jemand